So, willkommen zurück bei Dayang. Ich habe zugegebenermaßen lange nicht mehr gespielt. Okay, aber ich glaube, ich weiß noch, wie es geht. Wir wollen weiter auf den Berg hoch, oder? Jo. Mit unseren Kletterhandschuhen. Es ist ja Gott sei Dank gar nicht mehr so ein Problem. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass Handschuhe in echt so viel ausmachen. Also den Unterschied zwischen, ich kann nur drei Steine hochklettern und es ist annähernd vollkommen wurscht, wann, wie viel, wo und was ich kletter. Oh. Es schaut immer aus, als ob wir runterfallen würden. Oh, mal schauen, ob ich noch die Steuerung und alles kann. Ich habe jetzt in letzter Zeit vor allem Assassin's Creed aufgenommen, nachdem ich da wieder ein paar Wochen Pause hatte. Ich nehme das irgendwie gefühlt immer sehr im Wechsel auf. So, hoch da mit dir. Daphne, oder? So. Das Klettern macht schon Spaß. Schon gut gemacht. Kann man jetzt sagen, was man will. So, ich habe wieder was an der Kamera geändert. Das ärgert mich mittlerweile selber schon, dass ich da keine einheitliche Einstellung habe. Weil bei jedem Neustart wird es resettet. Logitech sei Dank. Aber das finde ich ja nicht so schlimm, weil normal, wenn man ja dann gewisse Programme startet, die als Treiber fungieren sollen, funktioniert es ja schon wieder. Aber ich muss trotzdem ein paar Sachen trotzdem immer wieder umstellen, weil die in diesem Logitech Capture gar nicht funktionieren, also gar nicht umgestellt werden können. Und ja, das ärgert mich schon immer ganz gerne mal. Aber naja. Hilft ja nichts. Ich glaube aber, dass so wie es heute ist, dass ich es lassen kann. Mir gefällt es gut. Keine Frage, mir gefällt es eigentlich immer gut. Ich mache es ja immer so, das passt aber. I can't go on. I'm exhausted. Enough climbing. Mimimi. So. Ein Lagerfeuer. Wie viel haben wir es eigentlich? Ach. So, mal schauen, was hier First so a drauf grain of ist. wheat, then a farm, then a village. A community was born. Yeah, right. A community of crazies. Die trifft sehr gut. Eine Community von Verrückten. Es kommt mir immer so knapp vor. Gepaart mit meiner Höhenangst ist das die perfekte Mischung. Ja, auf jeden Fall mit meinen Kameraeinstellungen. Ich bin heute, glaube ich, ganz zufrieden. Ich hoffe, dass ich es jetzt so lassen kann. Weil ich meine, es gibt ja Belichtung und Helligkeit. Und ich stelle da immer so ein bisschen im Wechsel um. Beziehungsweise will man ja die Belichtung immer möglichst weit unten haben. Gleichzeitig aber natürlich die Helligkeit auch nicht so hoch drehen, weil das furchtbar unnatürliche Farben mit sich bringt. Aber ich denke, heute habe ich eine in meinen Augen zufriedenstellende. Muss ich jetzt hier wieder runter? Hä, ich will doch eigentlich hoch. Du musst hier hinten dann noch mal hoch. So, sehr gut. Wir sind ja langsam hier Jump'n'Run King.
community free of economic profit, free of exploitation by man, free to live alongside nature without suffocating it. I think I've already heard this from somewhere. Ja, gefühlt stand ich auf der ersten Wandzeichnung. Genau dasselbe. Aber was ich mich schon die ganze Zeit frage, das hier scheint ja die Prüfung für alle Bewohner der Insel zu sein, die quasi aufgenommen werden wollen. Ich habe nicht vor, also wie viele sterben denn da bitte? Kann nicht so viele auf der Insel geben, weil... Hallo, die Kletterpartei? Meint ihr doch nicht wirklich, dass die viele überleben. Oh, geez, how long has this whole thing been going on? Neues Dokument hinzugefügt. Altmodisch elektronisches Spiel. So. Ja, weil wie gesagt, also ich kann mit das war reine Intuition. Das kam jetzt alles aus dem Rückenmark bei mir. Da bin ich jetzt schneller gelaufen, als ich schauen konnte mit dem Baumstamm. So. Wie gesagt, da müssen ja unendlich viele dabei sterben, weil wie viele... Also wir sind ja in unserer Freizeit wohl vorher schon Extremsportlerin gewesen und haben sowas gern gemacht, aber... Also wie viel von den anderen alten Leuten schaffen es da? Deprivation, Resurgence and Purification are the building blocks of a new individual, a better man, deserving to live here. What on earth? Deprivation, Purification? What is all this? Some sort of ritual? Ich glaube, dass das ein cooles Spiel zum Speedrunnen wäre. Ich weiß nicht, gibt's da eine Speedrunning-Community? Müsste ich mal gucken, aber falls es jemand zufällig weiß, kann er es ja gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich schon interessieren. Ist halt auch ein Spiel bestimmt, wo man trotzdem ein paar Stunden braucht. Speedrunning hin oder her. Aber ich glaube, es gibt schon bestimmt genügend Bugs und Sachen, die man ausnutzen könnte. Was ist das? Achso, eine Hand. Ich dachte, es wäre irgendwie ein Vogel, aber es ist eine Hand. Mit Wasser. Cast away your old life and wash off all the suffering you've experienced until this moment. Embrace our ideal and leap towards the dawn of a new beginning. Warte, was? Was übersehe ich? Und wenn da vorne ein Speicherpunkt ist und ich sehe was zum Klettern, ich wüsste nur nicht, wie ich da dran komme. Schaut aus, als ob man auf die Fahne klettern müsste. Hä?
Das sehe ich nicht. No risk, no fun. Sehr gut, sowas gefällt mir. Cool. So, also sowas finde ich echt, echt super. Spaßig. Es ist zwar schon fast klischeebehaftet. Aber ich weiß gar nicht, viele würden sich bestimmt darüber beschweren. Man musste wieder hinterm Wasserfall, war natürlich was, wie vorhersehbar. Aber ich fand es jetzt lustig. Weil es war nicht frustrierend, so dass ich ewig suchen musste. Sondern es war schon das Erste, was mir in den Sinn kommt zum Ausprobieren. Insofern ist es... muss ich erst so gefrustet sein, dass ich es überhaupt erst ausprobiere. Aber dann... reicht es mir quasi. So, wir sind oben. Am Hightower. Ach, hier ist es. Ich wollte gerade sagen, irgendwas hat doch gerade drauf gekritzelt und ich sehe es nicht. So, hier haben wir die nächste, haben wir bisher alle. Ja, sehr gut. Ein bisschen mehr als die Hälfte, würde ich sagen. Haben wir auch schon. Und ich denke ja, es geht immer schneller mit mehr Pfeilen und mehr Inventarslots und so weiter und so fort. Oh, kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Und wie schaut es bei dem Häuschen aus? Können wir da rein? Ach, fand ich das jetzt cool. So einfach nicht. Okay, hier brauchen wir immer noch die Batterie. Haben wir, aber so einen haben wir doch. Wir probieren es einfach trotzdem kurz aus. Okay, es führt mich tatsächlich ganz runter, oder? Scheint so. Na, dann kann ich euch noch irgendwas erzählen. Ja. Also wie gesagt, was mich, glaube ich, mindestens dreimal unterbrochen worden. Was mich die ganze Zeit schon wundert, ist, wie zur Hölle das so viele geschafft haben. Diese ganzen Rentner, alte Leute, die müssen ja alle da hochgeklettert sein, wenn es die Aufnahmeprüfung ist. Von der man ja überall liest, dass das jeder gemacht haben muss. Ich meine, man denkt, also da muss noch drei Viertel der Leute sterben. Es reicht gar nicht, oder? Wie, also ich könnte das nicht. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch sagen würden, ich kann da locker flockig hochklettern. Jetzt würde ich sagen, ich bin sehr sportlich. Ich gehe auch hin und wieder mal zum Bouldern und mache ansonsten sehr viel Sport. Aber also ich bin mir... Es ist nicht so, dass ich sagen würde, ach... Das schaffe ich wahrscheinlich gerade so nicht, sondern ich bin mir sicher, dass ich gar keine Chance hätte. Aber nicht mal andeutungsweise, wisst ihr? Was für ein Schlüssel. Das hier ist ja nochmal so ein Ding. Ach, gar eine nicht zugestellte Karte. Wait, aren't these? Oh Gott, yes, they are. Rose's sunglasses and Rashid's wallet. That's our stuff. Seil mitnehmen? Fragezeichen. Ja, ist nicht praktisch. Are they spying on us with those things? Shit! What kind of a sick game is this?
Forensics List. Eingeborene Liste. September. Kletterer. Allison. Elisabeth? Fragezeichen. Stoners. Dave? Fragezeichen. André? Daphne. Wir sind die Stoners. Und die Campers. Michael. Da leben ja nicht mehr so viel. Mann, oh Mann. Da haben wir ja auch die meisten unserer Freunde schon tot gefunden. Also. Ich weiß nicht, wofür der Schlüssel ist, wenn nicht für die Tür. Egal, wir haben ihn. Oder steht das nicht sogar immer dabei? Ein paar alte Schlüssel. Einer von ihnen ist in der Mitte durchgebrochen. Das wird sich schon zeigen. Oh. Ein dicker Doggo, hä? Der ziemlich fertig aussieht. Der Sprung ist absolut unmöglich. Oh, ist er nicht. Wo ist der denn? Kann ich irgendwo hoch, bitte? Nein? Was machst du? Hä, ich mach dem ja gar keinen Schaden. Scheiße, habe ich nicht gesehen. Lauf. Ich meine, ich hab's verstanden. Lauf! Das war ja nix. Mann, Mann, Mann. Ich habe nicht gesehen, dass man dem keinen Schaden machen kann. Man muss da echt einfach nur von den Zäunen immer wegspringen. Oh, das Timing ist aber schwierig. So, wie immer dauert's laden. Wieder, was macht der für Geräusche?
Das war nicht so toll. So, und war nur also. Oh, verdammt. Der ist wieder an. Soll ich schnell wieder anmachen? War ja irgendwie nix. Oh, verdammt, Daphne. Oder ich. Die Daphne kann eigentlich gar nicht so viel dafür. Falls wir jetzt nochmal sterben, müssen wir auf jeden Fall Heilpacks irgendwie schneller auswählen. Nee. Ich hab irgendwie Respekt. So, komm her jetzt. Das war ja nicht so toll. Ja, irgendwie springt er nicht mehr so schön. Ja, auch blöd, wenn der Boss jetzt auch mal einfacher wird. Ganz im Gegenteil, es wäre mir gerade recht. Mann. So. Egal. War gut genug. Ja, komm her. So. Mehr. So. Das Ganze nochmal. Ja. Hä? Kucho, was machst du? Ich glaube, dass ich es hier einfacher finde. Oh, jetzt erwischt er mich wieder. Hier geht er manchmal so komisch. Ist euch das aufgefallen? Achso, normal bleibt er stehen und dann springt er. Arschhund. Lauf, Daphne, lauf! Thank you.
So. Ich sag's euch. Hälfte der Gesundheit, das wäre jetzt mal super. Stellen wir mal davon. Was, nur zwei? Achso, ach, unser Inventar funktioniert ja so. Schon wieder vergessen. Verstecken aufgenommen. Alles klar. Was war ich hierfür noch? Noch mehr Verstecke. So, da haben wir einen Boss geschafft. Es ist abgeschlossen. Ach, wahr. Dann würde ich sagen, wie es weitergeht. Sehen wir aber erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Hat mich sehr gefreut, dass wir zusammen den... Hast du der erste richtige Boss? Ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube schon. Besiegt haben. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.